bestes Wetter, viele Menschen, von jung bis alt. Ich glaube, wir haben über den ganzen Tag hier bestimmt über 1000 Leute gehabt und das ist wirklich ganz toll. Viele hier direkt aus der Gemeinde, aber auch aus dem gesamten Umland und auch aus anderen Bundesländern, also wirklich ganz tolle Veranstaltung. Wir sind hier heute in Rellingen, eine der größten Pumptrack- und Jumpanlagen in Deutschland. Wir haben einen richtig riesigen Pumptrack mit massig Wellen, Tables, fetten Kurven. Ich habe richtig Bock, gleich hier zu fahren. Sieht super, super gut aus. Bei so einem Projekt, wir haben hier 950.000 Euro investiert, inklusive Fördermittel. Da haben natürlich auch viele mitgewirkt. Und ich glaube, da muss man auch nochmal einen Dank loswerden, wirklich an die politischen Gremien hier in der Gemeinde, die das immer einstimmig unterstützt haben, den Kinder-Jugendbeirat, die es begleitet haben, initiiert haben, das Rathaus, Jugendpflege, die heute mit hier dabei ist, Ordnungsamt Bauhof, wirklich an dieser Stelle großes Dankeschön. Hier drei verschiedene Bereiche. Es gibt einmal den Übungsparcours bzw. den kleineren Pumptrack für die Beginner. Dann gibt es hier diesen riesigen Pumptrack direkt hinter mir mit zig verschiedenen Optionen, Tables, Sprünge da drin. Und auf der anderen Seite gibt es die Dirt-Anlage mit mehreren Tables, zwei Table-Lines, eine kleine, eine große, hinten noch ein Tricksprung mit Mulch und ja, es geht los. Ich bin schon ein bisschen auch stolz, den wir tatsächlich so als Gemeinde auch haben, dass wir jetzt tatsächlich so einen Bikepark haben, den es, glaube ich, so oft in Deutschland nicht gibt, bisher so in dieser Größe. Und ja, bei mir ist auch ein Stück weit Erleichterung mit dabei, dass das alles gut geklappt hat tatsächlich. Und ja, auch Freude einfach.